Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos of Deponia. Ja, ich habe mittlerweile die Musik wieder angestellt, denn ich habe mir gedacht, so ein bisschen Hintergrundmusik ist gar nicht schlecht, wenn wir unserem Captain jetzt, oder dem üblen Piraten, sagen wir es mal so, zur Seite stehen werden, moralisch und medizinisch, wenn er mit seiner Bambina zusammentrifft. Das heißt, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Ne, da ging es in die Richtung. Hier müssen wir lang. Nach Little Venedig. Hopp, zum Waffenladen. Oh, Bonzo. Wer hätte gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Entschuldigung. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Bozo. Siehst du behämmert? Gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Das kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Du, der einzige Grund, warum ich hier bin, ist, ich will eine Katze scheren. Also ja. Na klar, wird eine super. Super Idee. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Schmerz, viel Schmerz. Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Bozo? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ei, ei, ja, ei, ei, Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Ich wollte nur 10 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belangen schien, rückblicken sollte, Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio, la 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 la. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Ah, okay, ich krieg's. Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Okay, jetzt hab ich's. Ja, wir brauchen trotzdem wieder den, den Song der Krabben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den... Oder habe ich den Krabben-Song? Ne, ich habe das Lümmeltütenlied. Jukebox. Paarungslied. So, zurück. Raus. Zucker. Jetzt haben wir's. Hahaha. Ja, so funktioniert's. Denn da unten haben wir ja kleine Augen gesehen und das waren Krabben. Und wenn wir die jetzt da anlocken. Da geht es nicht auf den, sondern da geht es danach zu dieser Abenteuerparty. So, jetzt erstmal wieder runter. Oder können wir noch den Kaffee mitnehmen? Salz jetzt. Nee. Gut, dann jetzt das Paarungslied. Und jetzt
gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir auch wirklich das richtige Lied haben. Ja. So, dann nochmal einmal den Airbag auslösen. Wo ist meine Maus? Ah, da ist meine Maus. So. Wupp. Ancora? Oh, stupido! Stupido razzo idiota! Ach ja. Okay. So, dann wieder das Notenblatt. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Okay, und hier lang. Dann bringen wir ihn nochmal dazu, dass er nochmal mit ihr redet. Oh je, Rufus, glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Klar doch. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Tap, tap, tap. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Den Satz will ich übrigens noch hören. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Sind Trappen, Geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottkrabben im Tempelgraf, der hieß mein Schlaf. So, reagieren jetzt darauf? Ja, sie reagieren drauf. Und? Ah, jetzt hätte ich da... Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Nahe dran, jetzt hätte ich das noch offen lassen müssen. Kommt, meine Kinder. Ha, ich hab sie. Habe ich jetzt was? Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Ach, lass das. Was mache ich jetzt mit denen? Denen scheint dieses Gejaule tatsächlich zu gefallen. Was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohren. So, und jetzt? Oh je, Ruf, glaubst du etwa immer... So, Eigentlich habe ich gerade was Besseres zu tun. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. So, wir probieren jetzt einfach nochmal den gleichen Trick aus, den wir vorher schon mal gemacht haben, ohne Hintergrundmusik. Ich weiß nicht, ob sich das auf den Typen auswirkt, weiterspielen, aber wir probieren es mal. Vielleicht hören wir dann den Satz. Oh je, Rufus, glaubst du etwa... Nicht aufgeben. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Komm schon. Los. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein. Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ha! Geschafft. Ja, sag deinen Satz. Wir haben keinen Song, also kannst du ruhig...
Ja. Bla bla bla. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Wahrscheinlich muss ich sogar noch den Untertitel abschalten. Jetzt probieren wir es mal aus. Wenn wir jetzt noch den Untertitel abschalten, könnte ich mir jetzt wirklich noch vorstellen, dass wir den Untertitel noch abschalten müssen. An der Stelle, damit wir nicht darauf achten müssen. Einstellung. Bildschirmtexte. Hauptmenü. Weiterspielen. Also, ich würde Stenalik jetzt zutrauen. Oh je, Rufus, glaubst du etwa... Du willst doch nicht aufgeben, oder? Du willst doch nicht etwa... Umgehen. Komm schon. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seid... Du schon wieder. Los, komm. Komm. Komm schon! So, diesmal haben wir auch keinen Untertitel. Das heißt, wir kriegen gar nichts von dem Typen eigentlich mit. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ja, sagt der Satz. Wir kriegen von dem Typen eh nichts mit. Der hat jetzt nicht mal Untertitel. Also los, komm. Sagt dein Satz. Hallo? Da ist auch kein Gejaule mehr. Mehr als den Untertitel ausschalten kann ich nicht. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay, das hat nicht viel gebracht. Dann können wir den Untertitel wieder einstellen. Einstellung. War ein Versuch wert! Also, ich hätte es jetzt der wirklich zugetraut. Weiterspielen. So, wer hätte gedacht, dass ich ein der... Oh je, Ruf, glaubst du etwa? Du hast es einfach nicht drauf. Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Okay, eigentlich habe ich besseres zu tun. Eigentlich habe ich gerade... Kein Problem, dann... Nutz doch... Okay, wir haben die hier. Und jetzt wollen wir die... ins nächste Loch holen. Das wäre, glaube ich, hier das Falsche, oder? Ich habe den hier. Welche drei habe ich denn nochmal? Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Okay, da sind wir hin. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Okay, dann wollen wir mal... Jetzt haben wir Klein-Venedig mit Industriegebiet gemacht. Und gucken wir mal, was jetzt passiert. Das heißt, jetzt machen wir die Krabben wieder frei. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Okay, die kommen... Ah, haha, ja, haha. Okay, jetzt wird's clever. Und jetzt nochmal ein Airbag. Ach, halt die Klappe.
Ancora? Oh, stupido, stupido, ronzo idiota! Ach ja. So, dann sind wir mal auf sein Konzert in der nächsten Folge gespannt. Da natürlich wieder mit Original-Hintergrundmusik, damit wir es auch vollkommen genießen können. Das sollte auf alle Fälle das große Finale, zumindest für den Gondoliere, werden. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt, und wir sehen uns bald wieder. Also in der nächsten Folge.